mein Name ist John, Kennung Sierra 117. Als ich damals entführt wurde, war ich 6 Jahre alt. Dr. Halsey sagte uns, wir würden zu Soldaten ausgebildet und dass wir nicht mehr nach Hause zurückkehren werden. Nicht alle werden den Einsatz überleben. Mein Name ist John und das ist meine Geschichte. Ich war ein ganz normaler Junge mit Sommersprossen und braunem Haar. Als Dr. Catherine Halsey dann ein Auge auf mich warf, mitten im Schlaf wurde ich mitgenommen. Da ich einzigartig sei und nehme jetzt am Spartan 2 Programmteil angekommen auf Reach gab es Chief Mendes, der mein Ausbildner war. Ein hartes Stück, doch er machte mich zu einem brauchbaren Soldat. Ich lernte Samuel und Kelly kennen. Er war stark und sie fast so schnell wie ein Pelican. Dann traf ich Linda am gesamten Militärstützpunkt von Reach. Gab es weit und breit keine besseren Gewehrschützen als sie. Wir wurden operiert, um unsere Leistung zu steigern. Die Muskeln wurden dichter, die Knochen um einiges breiter. Diesen Eingriff haben leider damals nicht alle überlebt. Ich hatte mit 14 den Körper von einem erwachsenen Athlet. Erst waren es nur Rebellen, doch dann kam das Massaker auf Harvest. Die Allianz hatte überraschend einen Angriff gestartet. Die neue Panzerung wartet, wir bekamen Mjolnir auf Chichet. Keine Rüstung davor hat so perfekt funktioniert. Haben das Raumschiff der Allianz gesprengt. Besser gesagt, mein Kamerad an diesem Tag nahm ich dann Abschied von Sam. Eine Armada der Allianz brachte das Ende von Reach. Ich stieg in die Pillar of Autumn, gelenkt von Captain Jacob Keys. Er sagte, Master Chief, schnapp dir Cortana und spring. Und ich lande das Ding auf diesem gewaltigen Ring. Das ist Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, wir dachten, es wäre ein Planet. Doch dieser Ring ist eine Waffe, der wie ein Stern im Universum schwebt. Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, dessen Zündung ich verhindern will. Und ich werde es schaffen, denn ich bin John. I am the King of the Hill. Notgelandet auf Installation 04. Ein riesiger Ring aus Metall, dessen Oberfläche bewohnbar wirkt. Denn man sah Hügel und Täler, da waren blühende Gräser. Noch keiner wusste, dass die Konstruktion den Tod in sich birgt. Der Captain wurde von der Allianz verschleppt. Sie brachten ihn an Deck der Juice in Reconciliation und hielten ihn dort gefangen gesetzt. Nach der Befreiung von Keys wussten wir nun, worum es geht, und machten uns mit der UNSC auf dem Weg durch das Tunnelsystem. Gelangten dann zur Datenbank. Um den Captain zu retten, wurde ich von Cortana danach zum Waffenlager entsandt und fand, als der Kampf mit der Flak begann, gerade noch einen Weg, wie ich den Gebäudekomplex mit Ach und Krach verlassen kann. Dort traf ich Guilty Spark, eine künstliche Intelligenz. Sicher für viele, auch unter der Wächter von Halo bekannt. Er sagte, du musst den Index finden und den Ring damit sprengen. Und aus dem Grund wurde ich von ihm zum Reclaimer ernannt. Ich wurde fündig, entdeckte den Index in der Bibliothek. Cortana schrie, tu's nicht, denn sonst kommt jede Hilfe zu spät. War fast beim Zündschloss, ihr Rat kam wie die Rettung in Not. Denn wer Halo zündet, der reißt damit auch sich selbst in den Tod. Ich kämpfte mich zur Ordnung und hab den Antrieb gestartet. Konnte ihn überhitzen dank meiner Neuralimplantate. Ich floh zum Shuttle und bei der Flucht sah ich, wie hinter mir der gesamte Ring zusammen mit dem Schiff explodiert. Das ist Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, wir dachten, es wäre ein Planet. Doch dieser Ring ist eine Waffe, der wie ein Stern im Universum schwebt. Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, dessen Zündung ich verhindern will. Und ich werde es schaffen, denn ich bin John. Delta verlief nach demselben Prinzip. Nur strecken wir das Schiff um Miranda Keys, das in Amber Clitty. Sergeant Avery Johnson kam mit einem Bergungsteam aus mehreren Marines, welches mich nicht sterben ließ, als ich von High Charity Richtung Erde stieß. Die Allianz suchte ein Artefakt, sie konnten es ausfindig machen und haben damit das Portal aktiviert. Ich fand die Botschaft von Cortana, wir machten uns auf die Jagd und wurden samt der Vorwart Unto Dawn zur Arche transportiert. Ich schloss mit Grave, meint dem Leiter der Flat, einen gemeinsamen Pakt und gelangte danach an Bord der Heiligen Stadt. Konnte Cortana retten, die Ache an ihrer Seite vernichten. Doch der Impuls hat unser Flaggschiff in 2 Teile gerissen. In diesem Wrack hab ich mich dann in Kyrostase versetzt. Trieb durch das Weltall fast 4 Jahre, dann hat Cortana mich geweckt. Wir kamen auf Requiem, einen sogenannten Blutsfederplanet, und folgten dem Signal der UNSC. Wir dachten, es wird zu Infinity, was sich aber als fälschlich erwies, und setzten den Didaktiker frei, der sein Gefängnis verließ. Er fand die Waffe und wollte damit die Erde liquidieren. Doch ich schaffte eine Granate bei seinem Herzen zu platzieren. Nach seinem Tod hab ich den Sprengsatz in die Hände genommen und ihn gezündet, doch für Cortana war das Ende gekommen. Ich wollte sie hier nicht zurücklassen, doch genauso sollte es sein. Und dann verschwand sie mit den Worten, John, willkommen.
willkommen daheim. Halo, die große Reise beginnt, das ist Halo. Wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo. Wir dachten, es wäre ein Planet, doch dieser Ring ist eine Waffe, der wie ein Stern im Universum schwebt. Halo, die große Reise beginnt, das ist Halo. Wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo. Dessen Zündung ich verhindern will, und ich werde es schaffen, denn ich bin John. I am the King of the Hill. Durch die Digitalisierung der Bibliothekarin habe ich der Explosion standgehalten. Wir konnten die Bedrohung erfolgreich abwenden und somit die Menschheit retten. Ich habe überlebt, um den Kampf fortzusetzen. Mein Name ist John und das ist meine Geschichte.